Vielleicht schließe ich hier sogar schon das Armenviertel komplett ab von Damaskus. Nee, ich will da nicht hoch. Genau. Vielleicht schließe ich das sogar gleich schon ganz ab. Das hier ist das Assassinenversteck. Gibt natürlich nur einen Eingang vom Dach. Ihr es in meinem Beisein zu stellen. Das wird euch das Leben kosten. Lasst mich gehen. Ich habe nichts verbrochen. Geht ihr weg. Wagt es in meinem Beisein zu stellen. Zack. Nummer 1. Und Nummer 2. Und ich muss kurz Aufnahmepause machen. So, ich bin wieder zurück und ich muss gerade gucken, der eine zieht da gerade seine Klinge, aber ich steche sowieso noch den einen ab. Das heißt, ich habe einen kleinen Augenblick Zeit. Bam. Ey. Kommt der da auf einmal von hinten an? Frechheit. Zack. Das war übrigens ein starker Angriff, was ich da gemacht habe. Oh, vergessen zu kontern. Bam. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Was ist denn hier passiert? Genau, macht das hier ein bisschen ruhig bekannt. Dahin müssen wir noch. Das ist jetzt auf dem nächsten Weg und dann nur noch die andere Seite der Stadt und dann haben wir das schon fertig. Ich habe allerdings gerade auf die Uhr geguckt. Es ist schon etwas später und deswegen muss ich gleich leider schon wieder aufhören. Also werde ich wahrscheinlich nicht das Ganze schaffen. Ich werde jetzt noch den Aussichtspunkt und alles, was ich dadurch entdecke, machen. Und danach werde ich erstmal Pause machen. Vielleicht finde ich noch ein klein wenig Zeit, weil ich bin gerade richtig geil auf das Spiel. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Hinterlassen Sie eine Schneise des Leids. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Tja. Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Na dann. So, wir sind oben. Sehr gut. 5 von 9 haben wir. Was haben wir denn? Ach, hier sind gar keine. Doch, Bürger retten. Das machen wir doch eben nochmal fix. Oh, und wir haben eine Sync-Anzeige dazu bekommen. Wir haben jetzt 6 Streifen da oben. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Zack, direkt hier offensichtlich angesprungen. Bam! Zack, zack. Ach, Mann. So, Ruhe hier. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Auch heftige Lage, wie er das Blut der Gegner überall verteilt, aber selber keinen Tropfen abbekommt auf seine weiße Kleidung. Ne? So. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte jetzt speichern. Oder sollte er gespeichert haben? Gut. Oh. Bam, bam, bam. Oh, der hat mich ausgekontert. Frechheit. Scheiße. Ja, da hat er uns tot gekontert. Nee, fast. Hohoho, das war aber knapp, ey. Alter Schwede. Glück gehabt. Kann man die nicht öffnen? Nee, kann man nicht. Schade. Ein paar Waffen sind hier, aber das war's auch schon. Bisschen crazy. Alles klar, wir haben hier noch einen Templer eben erledigt. War eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollte ich eben schon beenden. Alles klar. Das war's dann auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ich habe doch noch ein klein wenig mehr Zeit, deswegen dachte ich mir, nehme ich einfach noch ein bisschen auf, weil das Spiel bockt gerade übertrieben. Ich will gar nicht so richtig aufhören und deshalb geht's jetzt zu dem Aussichtspunkt dort drüben. Hier kann ich noch nicht durch, sieht man vielleicht. Das ist hier die Grenze zum Bürgerviertel. Das ist aber noch nicht freigeschaltet. Das war ein bisschen blöd. Ja, danke, ich werde viel Spaß haben. Oder hab ich. Auf jeden Fall. So. Oh, da können wir gleich noch ein bisschen den Bürgern helfen. Wir sind ja ein guter. So, aber erstmal Aussichtspunkt, das hat Vorrang. Und hopp. Und. Oh, toll, falsche Seite. Egal, geht's noch einmal hier komplett außen rum. Und voilà. Schon können wir synchronisieren. Och, Mann, und schon werde ich hier genervt. Nochmal eine kurze Aufnahmepause. Bis gleich. So, und schon bin ich wieder zurück. Gespräch beendet und ich würde sagen, abwärts geht's. Juhu! Was für ein Spaß. Was wollt ihr? Dich töten. Zack. Bam, bam, bam. Bam! Und alle sind in Panik. Alle sind hier in Panik. Muhahaha. So, was liegt denn hier sonst noch an Missionen? Informantenherausforderung eskortieren. Erstmal rette ich noch den Bürger. Ach, scheiße. Oh. Habe ich dann meinen Verbündeten eine verpasst. Bam! Ja, da hat man gesehen, die greifen halt an, einstören die und so weiter und unterstützen mich halt im Kampf passiv. Mehr oder weniger. Hier ist noch eine Flagge. Die gehört mir. Sarazenenflagge. Ach, davon gibt es ja auch noch 100 Stück. Wie gesagt, hier gibt es einiges an sammelbaren Sachen. Die haben aber schnell gezogen. Oh, habe ich der Frau da eine verpasst. Na. Bam. 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 Nein, nicht mit mir hier. Na, du auch noch? Manchmal, wenn sie schon merken, sie sind total unterlegen, dann hauen sie auch ab. Vielen Dank. So, hier haben wir jetzt auch Unterstützer dazu gewonnen. Sehr schön. Würde ich mal sagen, Informantenherausforderung. Wobei, erstmal mache ich, glaube ich, den Turm, der ist direkt daneben. Aussichtspunkt. Und danach mache ich dann die Informantenherausforderung. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ah, wie ein Kind benehmen. Ich klettere, um Leute umzubringen. An sich. So, und das sieht mir nach einem etwas größeren Turm hier aus, auf den wir jetzt gerade drauf klettern. Muss ich nur einen passenden Weg nach oben finden, ob das hier wohl geht? Nein. Muss ich mir hier einen anderen Weg suchen, zum Beispiel hier. Hier geht's hoch. Immer weiter nach oben und oben ist dann Aussichtspunkt. Wie gesagt, die variieren halt. Stirb, Ungläubiger! Ah, scheiße. Frechheit! Bam! Und synchronisieren. Nein, da hört man ihn dann noch stöhnen und rumzappeln. Nicht schlecht. Alter Schäde. Ja, sehr schön. Informantenherausforderung bleibt noch.
So. Eine Wache weniger. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Wo ist denn der Informant? Ach, der steht unten. Super. Oh Mann, und ich kletter hier nach oben extra. Was soll denn das? Ich weiß, dass du hier bist. Was tut dieser Mann nur? Das ist furchtbar. Alter, ihr, ich brauche eure Hilfe. Ja? Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen. Okay. Und nun verfolgen sie mich. Alles klar, eskortieren. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Wird gemacht. Den muss ich jetzt aus der Stadt raus eskortieren. Oder zu seinem Ziel, was der Ausgang ist. So ziemlich und auf dem Weg alle, die ihn angreifen, eliminieren. Oder von ihm ablenken zumindest. Da wechsle ich lieber schon mal auf die Klinge. Für den Fall der Fälle. Mal sehen. Ich glaube, der da wird darauf reagieren. Oder auch nicht. Vielleicht auch erst beim Ausgang welche. Kann man jetzt noch nicht sagen. Bam, bam. Und zack. Zack. Bam. So, die sind erledigt, die beiden Bobos. Oh, hat den Leichen schon eine andere Wache entdeckt? Ja. Hier sind weniger Wachen unterwegs, aber wir haben ihn so gut wie raus eskortiert. Das freut mich sehr. Schöne Sache, da ist eine Flagge. Will ich haben. So. Das hätten wir. Jetzt sind wir in Sicherheit. Von nun an schaffe ich es alleine. Alles Nehmt klar. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Cool, okay. Tamir befindet sich im Zug, was auch immer das ist. Es bleiben noch 2 Aussichtspunkte übrig. So. Zack, einer nach dem anderen hier. Oh, cool. Ah, okay. Hat er abgewehrt. Und bam. Cool, haben wir die auch gerettet hier. Das war ich. Braucht ihr etwas? Hat uns immer gehört. Er rennt noch hin. Unerhört. Sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Okay. Sah ja auch witzig aus eben. Na. Ach ja, spring ganz runter. Okay, warum da jetzt eine Fackel brennt, was ich ein bisschen unsinnig finde, aber... So, weiter nach oben, jetzt habe ich hier einen Weg. Zack, weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. So, noch ein bisschen hoch und wir sind oben. Und synchronisieren. Mal schauen, was wir hier noch für Aufgaben freischalten. Und ich habe wieder nichts zu trinken hier. Die letzten Tropfen sind jetzt auch weg. Ja, dann machen wir doch mal da Taschendiebstahl.